Hallo und so und schön, dass du dabei bist. Wir spielen eine Runde mit Minecraft Bed Wars auf Revenzeit.tv Map Donut. So, bisschen Uncut jetzt wieder, weil ich habe bis 16 Uhr gepennt. Geil. Naja. Ich habe kein konkretes Thema am Start und da es jetzt erst 4 Tage her ist, reden wir doch nochmal über den 1. April. Wurdet ihr denn so richtig krass geprankt? Ich meine, ich jetzt nicht wirklich, mich hat April nicht so richtig interessiert. Außer den Prank von PC-Welt, den fand ich ganz gut. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht schon in einem anderen Video erwähnt. Ich hatte nämlich gerade eben schon eine Runde auf Gomme. War nicht ganz so geil. Ja gut. Ich habe jetzt schon länger auch nicht mehr Minecraft gespielt. Das heißt, könnt ihr so richtig Scheiße wahrscheinlich von mir erwarten. Weil ich nichts auf die Reihe bekomme. Okay, das war jetzt ein bisschen doof, dass ich mich zu Orange gebaut habe. Was bin ich überhaupt? Ich bin Team Rot. Gut. Muss ich mir merken. Lol, er ist komplett Brain AFK. Gut, den haben wir schon mal. Dann gehen wir direkt weiter, also zurück erstmal, weil ich mich zum Blauen eigentlich rüberbauen möchte. Weil der Herr hat schon einen klitzekleinen Weg in die Mitte angefangen und an der Mitte sind wir alle interessiert, allerdings hat keiner Lust, sich zur Mitte zu bauen selber, deshalb lässt man das gerne mal einen anderen machen, ne? Holen wir jetzt noch eben ein bisschen Rüssi. So, ein bisschen Food. Keine Äpfel! Also, es könnte noch ein bisschen dauern, bis ich mich richtig eingespielt habe. Das kann ich ja teilweise selber nicht angucken. Jetzt habe ich euch jetzt gerade wegen Tech-Hit versucht, auf Q wieder was zu droppen. Nicht mein Ernst. Gut. Ich hoffe, man hört auch die Tastatur nicht. Also ich guck mal kurz was. Okay, sollte eigentlich auf der Lungenfunktion schon meine Mikro stehen. Ich hoffe einfach mal, dass es auch so ist. Kein Texture-Pack übrigens drin, weil ich doof bin. Eigentlich hätte ich eins reinmachen können. Ist schon richtig, aber ist ja jetzt mal egal. Wir bauen uns langsam rüber, weil ich meine, wir haben ja Zeit. Wir haben richtig viel Zeit. Der Stream, ach, das kann ich noch sagen, der Stream. Der Stream wird noch kommen. Allerdings jetzt nicht, also vielleicht heute noch, mal gucken. Ich habe das Problem mit OBS. Warte, ist echt reelle Chancen. Nicht. Ich habe das Problem mit OBS noch nicht richtig hinbekommen. Das Problem, vielleicht weiß einer von euch ja, aber schreibt, wenn ich einen Stream starte und ich wollte den, 264 Encoder nehmen, weil der Nvidia Encoder hohe Datenmengen braucht und so viel schafft mein Internet auch wieder nicht. Wollte ich den den 64er Encoder nehmen, aber sobald ich den anmache und den Stream starte, hat man vielleicht einen Test gesehen, gibt es ein Standbild. Und das ist schon hart nervig für den Stream. Deshalb mal an euch, weiß jemand vielleicht, woran das liegt? Kleiner Tipp vielleicht in den Kommentaren, da wäre ich ganz dankbar. Denn ja, wir wollen doch alle mal einen Stream mit guter Qualität und nicht in Standbildqualität. Gut, hätte ich das auch. Ich habe mir irgendwie keine Lederrüstung gekauft. Das war im Nachhinein sehr doof. Da kriege ich nämlich verdammt viel Fallschaden. So. Gut. Dann kaufen wir uns mal einen Zweierbogen. Ein Ob-Schwert. Und ich vertraue den Rettungsplattformen nicht. Deshalb nehme ich wohl eher die hier. Okay, Teleporter. Funktioniert der Bug noch? Ich weiß es gar nicht, ob der Bug noch funktioniert. Wow, eins. Ich bin amazed. Das. Gut. Dann machen wir hier den Fallschirm rein. Und ja. Und wohin gehen wir? Eigentlich wollte ich mich an Weiß rächen, weil er mir mein Lieblingsteam auf dieser Karte weggeschnappt hat. Beziehungsweise eigentlich generell Weiß ist eine coole Farbe auf Bed Wars. Normalerweise mag ich eher so Türkis. Alter, es gibt keinen Arsch in die Mitte. Cool, da kann ich mir noch mehr Gold holen. Ja, eigentlich ist meine Lieblingsfarbe Türkis. Aber Weiß finde ich irgendwie auf Bed Wars viel cooler. Da ist Weiß. Dann gehen wir mal. Ja, die sind viel zu gut equipped und Weiß bekommt eh nichts auf die Reihe, deshalb aufzunehmen. Außerdem ist er mein Nachbar. Nicht ganz, aber so gut wie. Der ist auf jeden Fall am nächsten an mich dran. Es funktioniert noch, cool. Die Hühnchen wurden, glaube ich, auch nicht mehr genervt. Das heißt, die können immer noch so schön weit gleiten.
Okay, der rackt den gerade. Und er wurde gerackt. Aber die haben sich jetzt beide disequipped sozusagen. Kein Equipment. Hätte ich darauf gebaut, dass er vielleicht gerade noch ein bisschen Eisen im Inventar hat. Ah, geil. Brauche ich. Alter, ich brauche noch so viel Eisen. Ich komme hier sonst nicht mehr weg. Der hat nichts geschafft. Mist. Schnell. Letztes Eisen. Okay, da bin ich kurz verreckt. Übrigens noch Uncut, weil ich doof bin. Beziehungsweise halt einfach, weil ich es nicht fertig gebracht habe. Und weil ich verpennt habe. Habe ich vielleicht am Anfang schon gesagt, dass ich ein bisschen verpennt habe. War nur ein kleines bisschen, ich meine. Ja, 16 Uhr ist. LOL! Was war das denn? Ich wurde von. Habt ihr es gesehen? Ihr müsst es ja gesehen haben. Ich wurde gerade irgendwie von irgendwas zurückgepusht. Das war richtig seltsam. Aber richtig seltsam. Gut, dann sind wir jetzt auf seinem Dach. Er gibt sich erstmal einen Pott. Also, nicht den Pott, ne? 12 Gold haben wir wieder. Jetzt, genau, geh aus deiner Batz raus. Dann warten wir nochmal kurz, bis er gerackt wurde. Einfach taktisch. Gut, er müsste ihn jetzt angreifen, weil er nicht weiß, dass ich bei ihm bin. Wenn du es schaffst, ihn zu töten, wäre ich dir ganz dankbar. Dann kann ich dich nämlich instant abstauben. Das finde ich ganz gut. Ich hole mir aber erstmal nochmal Goldäppelchen. Vielleicht auch zwei. Eine Ob-Spitzhacke und geh weg. Weg. Ja, okay, jetzt haben sie keine. Der hat vor allem gar keine Chance mehr. Ich hätte mir jetzt noch einen Stärkepott holen können, aber. Dann habe ich lieber die Goldäpfel, glaube ich, vorgezogen. So, jetzt sehe ich noch ein Goldäpfelchen drin. Und jetzt ist Zeit für deine Zerstörung. Ich meine, was soll er jetzt noch machen? Das ist verdammt gemein, aber ich will es jetzt auch nicht in die Länge rausziehen. Eigentlich kann ich die Videos echt so lang machen, wie ich jetzt möchte. Ich habe so viel. Ich kann so viel hochladen in so kurzer Zeit durch die Internetleitung. Gewonnen. Und da haben wir gewonnen. GG. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like da, eine positive Bewertung, wie ihr es auch immer nennen wollt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.